Und ich rufe auf Top 52, den Antrag Fraktion Die Linke, Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern entschieden entgegen, Drucksache 20-5249 mit Top 96, dem dringlichen Antrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Gleichberechtigung der Geschlechter voranbringen. Und als Erste bitte ich Frau Brünnel von Bündnis 90 Die Grünen ans Rednerpult. Ja, stimmt. Entschuldigung, Frau Böhm, ja. Sorry. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. In der letzten Woche sind viele Frauen im Rahmen des Internationalen Frauentages unterwegs gewesen. Vielen Dank, dass ihr auch nach 110 Jahren die Kraft aufbringt, gegen Ungleichheit und Gewalt gegen Frauen eure Stimme kämpferisch zu erheben. Es sind viele Frauen am letzten Mittwoch gegen Lohnungleichheit aktiv gewesen. Ich durfte den Abend mit den Landfrauen verbringen. Herzlichen Dank dafür. Frau Ravensburg von der CDU war auch mit von der Partie. Die Referentin dort, Frau Jochmann-Döll, machte deutlich, es ist nicht die individuelle Einstellung von Frauen, die zu einem Gender Pay Gap oder zu einem Gender Pension Gap oder auch zum Gender Care Gap führt, also der Lücke zwischen Männern und Frauen beim Einkommen, bei der Sorgearbeit und bei der Rente, sondern dass es ein Phänomen des Spätkapitalismus ist. Und ich lade Sie jetzt ein, sich vorzustellen, dass alles anders wäre. Stellen Sie sich vor, wir hätten Verhältnisse wie in Island. Dort müssen Unternehmen Frauen und Männern in gleicher Position mit vergleichbarem Abschluss das Gleiche tatsächlich bezahlen. Alle Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeiterinnen müssen einen Zertifizierungs- und Einstufungsprozess durchlaufen, in dem gemeinsam mit den Beschäftigten den verschiedenen Tätigkeiten ein Wert beigemessen wird. Und bis 2022 soll das Gender Pay Gap auf 0% gesenkt sein. Das wäre doch eine tolle Perspektive. Was sind die Folgen in Island? Die Beschäftigten sind zufriedener und wechseln seltener den Betrieb. Unternehmen sind gerade für junge und gut ausgebildete Frauen attraktiver. Was wäre denn, wenn bei uns das Pay Gap tatsächlich schon verschwunden wäre? Birte Meyer, feste freie Mitarbeiterin beim CDF, hätte keine mehr als 5 Jahre andauernde juristische Auseinandersetzung mit dem ZDF zu Lohngleichheit führen müssen. Sie hat in dem Verfahren Belege zusammengetragen, dass 12 Männer mit vergleichbaren Aufgaben höher vergütet worden sind als sie, ohne dass es sachliche Erwägungen gegeben hat, die den Ausschlag gegeben haben. Im Juni 2020 hat das Bundesarbeitsgericht ihr gegenüber Recht gegeben, dass sie nach dem Entgelttransparenzgesetz Auskunft verlangen darf. Von dieser Auskunft alleine wird sie noch lange nicht gleichgestellt. Wir brauchen endlich ein Gesetz für gleiche Löhne bei gleicher Arbeit. Wenn das Gap verschwunden wäre, dann wäre auch der Einkommensunterschied zwischen Müttern und kinderlosen Frauen verschwunden. So erwirtschaften Mütter in ihrem Leben durchschnittlich 60% weniger Einkommen als kinderlose Frauen. Bei Vätern gibt es diesen Effekt nicht. Diese Nachteile haben durchaus auch Frauen im öffentlichen Dienst. Nur ein Beispiel sind die verringerten Aufstiegschancen in der Teilzeitarbeit. Kinder zu kriegen darf aber für Frauen keinen Nachteil darstellen, auch und ganz besonders nicht, wenn es ums Gehalt geht. Wenn das Gender Pay Gap verschwunden wäre, dann würden Erzieherinnen und Altenpflegekräfte endlich einmal so viel Geld wie Ingenieurinnen verdienen. Die Studie des Instituts der Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg
Essen zeigt auf, dass diese Berufe bezüglich der Anforderungen, der Belastung und der Qualifikation gleich vergütet werden müssen. Oh je, das hätte ja echte Folgen. Im Fall der Erzieherin müsste die Kommune ja höhere Löhne zahlen, was bei dem geringen Steueranteil, den Bund und Land ihnen für die umfangreichen Aufgaben überlassen, zu einer deutlichen Umverteilung sorgen müsste. Das heißt, Bundeswehr und andere liebgewonnene angebliche Notwendigkeiten müssten beim Staatshaushalt deutlich gegenüber Erziehung, Bildung und Gesundheitsversorgung zurückstecken. Deutlich wird es bei der Altenpflege. Die Anforderungen sind mit IT-Beschäftigten vergleichbar, aber nicht die Einkommen. Das würde die Pflege bedeutend verteuern. Und die Kommunen müssten Hilfe zur Pflege leisten, und die Pflegeversicherung müsste endlich zu einer Pflegevollversicherung werden. Und ja, Gutverdienende müssten höhere Beiträge für die Solidarversicherung leisten. Aber stellen Sie sich einmal die Konsequenzen für die Arbeitsmarktsituation vor. Auf einmal hätten wir viele Arbeitskräfte bei Erziehung und Bildung in Gesundheit und Pflege. Ich will die anderen Dienstleistungsberufe nicht vergessen. Auch dort könnten angemessene Löhne bezahlt werden, wenn alle auch angemessen verdienen. Aber viele gut bezahlte Erzieherinnen und Pflegekräfte, die nicht nur gut bezahlt, sondern auch mit guter Personalausstattung bis zur Rente im Beruf bleiben, Grundschullehrerinnen, die so viel wie ihre Kollegen in den weiterführenden Schulen verdienen, Verkäuferinnen, die nicht beim Mann bleiben müssen, weil sie sonst nicht über die Runden kommen, Reinigungskräfte, die nicht mehrere Jobs brauchen, um über die Runden zu kommen. Die Zahl der statistischen Frauenberufe ließ sich noch lange fortsetzen. Natürlich würden auch Männer davon profitieren, denn in diesen Berufen sind sie in der Minderheit, aber oft genug erleben sie dann auch dieselben Lohndiskrepanzen. Das würde unser System ganz schön durchrücken. Nichts mehr mit Hartz IV, Frau Müller-Klepper. Die Steuergelder müssten massiv umgeschichtet werden, Reichtum neu verteilt werden. Aber nein, ich höre schon den Aufschrei. Das kann doch nicht sein, dass Geschlechtergerechtigkeit und eine gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in diesem Land möglich ist. Und da ist es halt Pech, wenn man als Frau geboren ist, dann noch einen typischen Frauenberuf gewählt hat. Dann ist es Pech, wenn man eine arme Familie geboren wurde, wenn die Eltern nicht zum Bildungsbürgertum gehören, vielleicht auch noch eingewandert sind. So bleibt die Ordnung bestehen, und die Ordnung, die nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen gut verdienenden Männern und wenig gut verdienenden Männern, Frauen jedes Jahr ein großes Stück weiter aufmacht. Dass es hier in Hessen genauso läuft, ist bekannt. Ich will nur ein Thema herausgreifen, weibliche Führungskräfte in der Landesregierung. Wie heißt es so schön im Koalitionsvertrag? Wir sind uns der Vorbildfunktion der öffentlichen Verwaltung bewusst und setzen in allen Ressorts der Landesregierung und bei allen politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen das Leitprinzip der Geschlechtergerechtigkeit um. Wir setzen uns dafür ein, dass Frauen genauso auf den Führungspositionen vertreten sind wie Männer. Schwer beeindruckt schaue ich mir das Organigramm der Ministerien an. Ein besonderes Beispiel ist natürlich das Wirtschaftsministerium mit einem männlichen Minister und zwei männlichen Staatssekretären. Von den 8 Abteilungsleitern sind seit Neuestem 2 Frauen. Aber selbst bei der deutlich propagierten 100% Frauen-Nachbesetzungsquote wird es noch viele Jahre dauern. Leider wissen wir nicht viel mehr, was die Landesregierung anbetrifft, da der letzte Bericht zur Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes mit Zahlen von 2012 arbeitet. Aber der Gleichstellungsatlas des Bundes zeigt uns, dass in Hessen gerade einmal 17% der Abteilungsleiterpositionen in den obersten Landesbehörden von Frauen besetzt sind. Damit rangiert Hessen auf dem letzten Platz in der Bundesrepublik. Das zeigt doch den tatsächlichen Stellenwert von Gleichstellung in der Regierungspolitik. Da sind Sie. Und Sie berufen sich immer mit großem Stolz auf den Lohnatlas. Wenn Sie aber Teilzeitbeschäftigungen außen vor lassen,
setzen Sie sich damit mit der Arbeitsrealität der Hälfte der Frauen nicht auseinander. Gerade hier findet die Lohnungleichheit statt. Viele arbeiten nicht Teilzeit, weil sie sich mehr Freizeit wünschen, sondern weil sie die Arbeit mit Sorgearbeit vereinbaren müssen, weil sie eine so anstrengende Arbeit haben, dass sie keine Vollzeitarbeit ausfüllen können und weil der Mann mehr Geld verdient. Wir haben Ihnen eine Menge von Vorschlägen in unserem Antrag gemacht, wie Veränderungen auf den Weg gebracht werden. Die kann ich jetzt gar nicht alle einzeln erläutern. Ich sehe durchaus ein, dass nicht alles an Gleichheit auf der Landesebene zu erreichen ist. Aktuell wird ja die Richtlinie der EU zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts beraten. Und da soll eine vernünftige Lohntransparenz hergestellt werden, Rechtsansprüche für Entschädigungen der Arbeitnehmer umgesetzt werden, und die Beweislast soll auf Seiten des Arbeitgebers liegen. Im nächsten Sozialausschuss haben Sie die Chance, diese Richtlinie zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass Hessen hier mal wieder vorne ist. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ungern. Es gäbe noch zu viel zu sagen. Ich will noch zu einem Punkt der hessischen Landespolitik kommen, auch die Frage der Arbeitszeitverkürzung. Wir haben ja immer noch 40 Stunden hier im Landesdienst und teilweise sogar mehr. Und ich denke, es ist dringend notwendig, dass wir insgesamt zu einer Arbeitszeitverkürzung kommen, zu einer entscheidenden Arbeitszeitverkürzung kommen, sodass sich Lohnarbeit mit Sorgearbeit tatsächlich vereinbaren lässt. Ich bedanke mich. Als nächstes darf ich Frau Gersberg von der SPD nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Auf YouTube gibt es ein Video, das sehr beliebt ist, das sehr viele Klicks bekommen hat. Vielleicht kennen Sie das auch. Ein Mädchen und ein Junge sitzen an einem Tisch und bekommen eine Aufgabe gestellt. Beide erfüllen diese Aufgabe mit Bravour, haben die Lösung erreicht. Dann bekommen sie einen Lohn dafür. Sie bekommen ein Glas mit Süßigkeiten. Bei dem Jungen ist das Glas prall gefüllt, bei dem Mädchen nur zum Dreiviertel. Sie guckt ganz verblüfft und ist sehr geknickt, warum es jetzt so ist. Frauen in Deutschland, die im Berufsleben stehen, sind schon lange nicht mehr verblüfft. Ganz im Gegenteil, sie sind richtig wütend, weil sie merken, dass sie es einfach nicht schaffen können, gleich viel zu verdienen wie die Männer. Noch immer liegt der Lohnunterschied in Deutschland bei 18%, und in Hessen wird er im Lohnatlas mit 12% angegeben. Wir haben gerade schon gehört, dass es nicht wirklich vergleichbar ist, weil ein wichtiger Punkt nicht eingerechnet wird. Ja, die Hälfte. Das ist schon wirklich ein bisschen peinlich. Das würde ich auch noch einmal überdenken wollen. In Deutschland liegt er mit dem internationalen Vergleich wirklich ganz weit hinten, und ich finde, es ist absolut peinlich. Wir sind eine Industrienation, und wir bekommen das nicht hin, dass gut, sehr hochqualifizierte Frauen gleich viel verdienen wie die Männer. Ja, worin liegt die Lohnlücke begründet? Da gibt es viele Gründe. Zum einen ist es der Fall, dass die Frauen eben sehr viel mehr Care-Arbeit übernehmen als die Männer, dass sie sich um die Kinderbetreuung kümmern, um die ganze Familienorganisation. Sie pflegen die Angehörigen. Und es ist einfach nicht möglich für diese Frauen, gleichzeitig einen Vollzeitjob zu machen. Also viele von uns merken das jetzt auch, oder auch mit unseren Mitarbeiterinnen, wenn man zu Hause Homeoffice machen soll und Homeschooling und alles gleichzeitig, das geht nicht. Es ist unmöglich, das kann keiner schaffen. Was ist die Folge? Viele Frauen verkürzen noch weiter ihre Arbeitszeit, sie kündigen ihren Job oder sie gehen in Minijobs, was auch fatal ist. Die Folge ist nicht nur eine schlechtere Entlohnung, sondern häufig auch Karriereknicke, weil wie sollen diese Frauen dann noch aufsteigen? Der zweite Grund ist, dass Frauen es selten an Führungspositionen schaffen, und zwar nicht nur in die Führungsetagen ganz nach oben, auch die mittlere Führungsetage ist schon ein Problem. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass dann oben keine Frauen mehr zur Verfügung stehen. Ein weiteres Problem ist, dass Frauen zu einem sehr viel höheren Prozentsatz als Männer in Berufen arbeiten, die in Deutschland schlecht bezahlt werden. Darauf gehe ich später noch einmal ein.
Und was machen wir jetzt dagegen? Da fange ich auch mal mit der Bundesebene an, wo wir ja auch beteiligt sind. Tatsächlich ist es so, dass wir uns da sehr reingehängt haben in den letzten Monaten und Jahren. Und wir haben ein kleines Wunder geschafft. Wir haben trotz CDU in der Regierung die Frauenquote durchsetzen können. Ein großer Erfolg für uns, den wir gerne feiern. Und wir haben es geschafft, dass Frauen verlangen können, dass sie die Löhne ihrer männlichen Kollegen offengelegt bekommen haben. Das ist großartig. Aber ich möchte sagen, mir persönlich reicht das noch lange, lange nicht. Ich glaube, um jetzt mal wirklich nach vorne zu kommen, brauchen wir eine regelrechte Revolution in ganz verschiedenen Politikbereichen. Zum Beispiel andere Staaten, die da gut dastehen. Das ist zum Beispiel Schweden, Frankreich, Finnland. Die haben tatsächlich so ein Gesetz, wo man Entgelte offenlegen muss, regelmäßig. Da muss nicht eine Frau darum betteln, bitte, ich möchte jetzt mal den Lohn sehen, sondern es muss regelmäßig offengelegt werden. Und wenn es da Ungleichheiten gibt, gibt es auch Sanktionsmöglichkeiten. Das wünsche ich mir auch für Deutschland. Genau. Dann ist es ja so, dass die Frauenquote in Aufsichtsräten, das ist super, aber es ist natürlich klar, eine Frau kann da nicht reichen. Also, wo wir hinkommen wollen, ist natürlich die Parität. Also, dass es gleich viele Frauen in Führungsgremien gibt. Und es braucht noch viel mehr. Also, ich glaube, wir müssen wirklich jetzt dringend noch einmal an das Ehegattensplitting zum Beispiel dran. Frauen brauchen mal ein eigenes Rentenkonto, haben wir auch noch nicht. Und die Elternzeitmonate, klar, da müssen wir die Männer einfach noch dazu bringen, dass sie mehr übernehmen als die zwei Monate, die sie jetzt häufig übernehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so viel im Bund zu tun ist, die Länder dürfen natürlich auch nicht schlafen, denn auch sie können maßgeblich dazu beitragen, die Lohnlücke zu schließen. Und der hessische Sozialminister hat vor wenigen Tagen die Richtlinie des EU-Parlaments zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher und gleichwertiger Arbeit durch Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen als besonders wichtig eingestuft. Ich begrüße das ausdrücklich, wirklich. Ich habe mich darüber gefreut. Das ist super. Aber jetzt müssen natürlich auch die konkreten Maßnahmen kommen. Und in den letzten Jahren war es immer so, dass der Sozialminister sich dafür gelobt hat, dass er überhaupt Daten erhebt. Aber es reicht natürlich nicht, Daten zu erheben. Also es muss natürlich auch etwas passieren, damit es nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen bleibt. Gestern gab es eine Pressekonferenz zum Thema Lohnatlas zusammen mit dem Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur der Goethe-Universität. Ich habe dann heute Morgen die Pressemeldung dazu gelesen und ich konnte es ehrlich gesagt nicht so richtig fassen. Ich habe mit so vielen Frauen gerade zu tun, mit Müttern, und die sind einfach, es geht denen super schlecht. Es geht ihnen schlecht. Die sind gesundheitlich am Ende, nervlich am Ende, und sie sind in Teilzeit. Sie haben schon Lohneinbußen, und dann muss ich da lesen, dass die Corona-Pandemie wahrscheinlich eine Chance ist, die Lohnlücke zu schließen. Also, ja, 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 richtig. Also nicht zu schließen, sondern ja, genau. Das Problem ist einfach, dass sie glauben, dass jetzt durch Homeoffice alles viel toller wird und die Präsenz ist nicht mehr nötig. Das wäre ganz toll. Und außerdem glauben sie, dass jetzt gerade bei Akademikern die Väter merken, dass ja Kinderbetreuung auch ganz toll ist. Also natürlich kann das alles in einzelnen Fällen so sein, und natürlich ist es auch ganz toll, aber das sind doch nur so minimale Effekte. Das betrifft doch nicht alle Frauen, und es ist dann schon ein Hohn, gerade jetzt als Frau so etwas lesen zu müssen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Lohnlücke sich ausweiten wird durch die Corona-Pandemie, dass wir das in den nächsten Jahren deutlich sehen werden. Und da gibt es ja auch andere Institute, die das jetzt schon auch befürchten, z.B. die Hans-Böckler-Stiftung, die Bertelsmann-Stiftung oder auch Professor Almedinger vom Wissenschaftszentrum in Berlin. Sie sagen alle, dass die Frauen eigentlich jetzt gerade in der Corona-Falle feststecken. Ja. Was macht denn jetzt die Landesregierung noch einmal entschieden, um gegen die Entwicklung vorzugehen? Also auf der Homepage des Lohnatlases schreiben sie, sie werden jetzt mit allen Unternehmen reden, damit sie nach vorne gehen, ja, dass sie Familie und Familie, Freizeit und Arbeit vereinbar machen. Aber da habe ich einen Vorschlag. Fangen Sie doch lieber erst einmal in Ihrem eigenen Laden an. Wie sollen die Unternehmen Sie denn überhaupt ernst nehmen, wenn Sie es nicht schaffen? Das wurde gerade schon gesagt. Ich habe mir auch alle Organigramme noch einmal durchgesehen. Wenn Sie es wirklich nicht schaffen, es gibt einzelne Ministerien, die haben keine einzige Abteilungsleiterin. Und auch auf den mittleren Führungsetagen sieht es wirklich mau aus. Und bei einigen Organigrammen wurde ganz intelligent einfach der Vorname weggelassen. Da weiß ich noch gar nicht.
Vielleicht sind da auch gar keine Abteilungsleiterinnen. Da müsste man noch einmal nachfragen. Also, ich meine, das, da macht man sich natürlich nicht glaubwürdiger, ja, wenn man da selber nicht genug macht. Und da frage ich mich auch, wie ist es denn bei Ihnen überhaupt mit verbindlichen Zielquoten für die mittleren oberen Führungsetagen? Haben Sie sowas? Ich weiß es nicht. Vielleicht können Sie was dazu sagen. Gibt es Frauenförderprogramme? Können Führungspositionen auch geteilt werden? Und wenn ja, wie wird das auch beworben? Und wie werden Familien bei der Kinderbetreuung unterstützt, besonders jetzt gerade? Und kommen Sie mir bitte nicht mit Homeoffice. Homeoffice lässt sich nicht mit Kinderbetreuung vereinbaren. Wer soll eigentlich mit den Unternehmen sprechen? Das ist noch ein weiterer Punkt, den ich ansprechen wollte, weil ich glaube, dass Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sozialministerium, die sich mit dem Thema Frauen beschäftigen, also viel zu wenige sind. Also es sind ja nur ganz wenige Leute. Die sollen sich jetzt um die Lohnlücke kümmern, wie man auch den großen Unterschied zwischen Stadt und Land verkleinert. Sie sollen gucken. Ich habe gehört, Sie haben sich etwas Kreatives einfallen lassen, wie man eine Kampagne macht zur Care-Arbeit, dass es besser verteilt wird. Also ich habe da noch nichts gesehen, aber ich glaube, da passiert irgendwas. Und die Istanbul-Konvention ist ja auch noch nicht umgesetzt. Also Sie brauchen viel mehr Personal in diesem Bereich, wenn Sie das Thema Frauen ernst nehmen. Auch jetzt mit dem Corona-Förderprogramm, da hätte man auch Einfluss nehmen können. Da hätte man auch zu Unternehmen sagen können, wenn sie bekommen noch mehr Geld, wenn sie solche Zielquoten haben. Sie bekommen noch mehr Geld, wenn sie nicht als Zielgröße null angeben, was Frauenförderung angeht. Das sind nämlich sehr viele Unternehmen, die das angegeben haben. Eine Sache möchte ich noch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Berufswahl. Wir sagen ja immer, wir müssen Frauen jetzt in technische Berufe bringen, Mädchen, damit sie dann auch besser verdienen. Und da sage ich ja, natürlich ist es richtig, Mädchen und Frauen dazu zu ermutigen, technische Berufe zu wählen. Warum sollten sie die auch nicht ausüben können? Das ist völlig unsinnig. Aber Frauen sollen natürlich den Job wählen, den sie machen möchten, der ihnen liegt und wo sie motiviert sind. Und das Gleiche gilt auch für Männer. Das ist natürlich auch gerade der Fall, dass Männer auch in männliche Berufsgruppen gedrängt werden von allen Seiten. Die Rollenklischees sind ja noch sehr groß in Deutschland. Das darf es auch nicht geben. Und wir wissen doch alle auch aus Studien, dass gemischte Teams in allen Bereichen die Besten sind, die am besten arbeiten. Und das muss dann auch für Altenpflegeeinrichtungen gelten und für Erziehungseinrichtungen und so weiter. Und da, das wurde heute auch schon erwähnt, das finde ich sehr gut, es gibt in dieser Gender Pay Gap Diskussion wirklich einen neuen Index, der heißt Comparable Worth Index. Und der vergleicht tatsächlich Arbeitsanforderungen und Belastungen miteinander. Und tatsächlich müssten Pflegekräfte dann inzwischen so viel verdienen wie Ingenieurinnen. Ich glaube, diesen Index sollten wir uns noch einmal genauer ansehen. Bei der Bezahlung sind natürlich nicht nur die Gewerkschaften gefragt. Schönen Gruß von Wolfgang Decker an dieser Stelle. Sondern auch die Parlamente. Wir haben zum Beispiel das Thema Grundschullehrerin. Warum verdienen die nicht erst endlich A13? Das hatten wir schon einmal gefordert. Frau Gersbeck, kommen Sie langsam zum Schluss. Kommunalparlamente können viel tun, was Tarifverhandlungen angeht für Erzieherinnen. Da müssen natürlich das Land sie gut ausstatten mit Geld. Und auch die Tarifabschlüsse im Pflegebereich, da sind wir als SPD ja sehr stark dran im Land. Da müssen natürlich dann auch die kirchlichen Träger mitspielen, damit das endlich funktioniert. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können auf allen Ebenen sehr, sehr viel mehr tun als jetzt. Ich möchte nicht jedes Jahr immer wieder dieselben Zahlen vortragen müssen, sondern es muss mal wirklich nach vorne gehen, damit Mädchen in diesem Land endlich auch ein Glas bekommen, voll mit Süßigkeiten, weil das haben sie verdient. Für Bündnis 90 die Grünen bitte ich jetzt Frau Prindl nach vorne. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 10. März, also genau gestern vor einer Woche, war der Equal Pay Day, der internationale Aktionstag für Entgleichheit zwischen den Geschlechtern. Und dieser Tag steht symbolisch für den geschlechtsspezifischen Lohnunterschied.
Je früher dieser Tag im Jahr liegt, desto besser, denn umso geringer fällt die Lohnungleichheit aus, das Gender Pay Gap. Im vergangenen Jahr war es der 17. März. Wow, eine Woche besser, also Grund zur Freude. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Freude fällt leider nur sehr verhalten aus. Denn noch immer ist das Gap in Deutschland mit durchschnittlich 18% viel zu hoch. Vielleicht noch einmal für alle zum Verständnis. Angenommen, Männer und Frauen bekämen den gleichen Stundenlohn, dann steht der Equal Pay Day für den Tag, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während ihre männlichen Kollegen ab dem 1. Januar Geld verdienen. Da frage ich mich, wie soll man da eine Familie ernähren? Und ja, die Corona-Pandemie hat viele Missstände sichtbar gemacht. Frauen arbeiten nicht nur mit einem Anteil von über 75% in systemrelevanten Berufen, nein, sie sind zudem in den Berufsgruppen beschäftigt, die in der Regel schlecht bezahlt werden. Und das führt zwangsläufig zu niedrigen Rentenansprüchen, und das wiederum hat zur Folge, dass Frauen leichter vom Risiko der Altersarmut betroffen sind. Geschlechterdiskriminierung hat also viele Facetten. Der geschlechtsspezifische Lohnunterschied ist einer davon. Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen nicht müde werden, darauf hinzuweisen und das zu beenden. In diesem Jahr stand der Deutsche Aktionstag als der Equal Pay Day unter dem Motto Game Changer, macht dich stark für Equal Pay. Und genau deshalb bin ich dankbar, dass wir heute einen Blick darauf werfen, wo wir stehen, wo Handlungsbedarf besteht und warum Frauen heute, weit über 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts, immer noch durchschnittlich über 4 Euro weniger in der Stunde verdienen als ihre männlichen Kollegen. Aber ist das Gender Pay Gap ein hessisches Problem, das wir nur hier zu beklagen haben? Leider nein. Der Eindruck entsteht leider, liest man den Antrag der LINKEN. Hessen liegt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Mittelfeld. Das schwächt den beklagenswerten Zustand keineswegs ab, zeigt aber, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt. Wir wissen durch die Datenerhebung, dass Frauen häufig in Branchen mit geringem Lohnniveau arbeiten, Frauen mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten, Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, um die Care-Arbeit für Familien und Kinder zu übernehmen, dass Akademikerinnen und hochqualifizierte Frauen besonders hart arbeiten und besonders hart von der Entgeltungleichheit betroffen sind, Frauen im ländlichen Raum stärker betroffen sind als in der Urbanität und vor allen Dingen auch Alleinerziehende und Frauen mit Migrationshintergrund besonders stark betroffen sind. Und das, obwohl wir wissen, dass gerade hier die wirtschaftliche Eigenständigkeit besonders notwendig ist. Und wir wissen auch, dass die geschlechtsspezifische Lohnlücke zu Altersarmut führt. So weit, so schlecht. Nun stellt sich aber die Frage, wie wir diese Form der Geschlechterdiskriminierung entgegenwirken, wie es uns gelingt, diese eklatanten Verdienstunterschiede abzubauen und die Lohnlücke zu schließen. Dass in diesem Haus die demokratischen Parteien das Ziel haben, diese Ungerechtigkeiten zu beheben, davon gehe ich einmal aus. Wie wir dieses Ziel aber bestmöglich erreichen können, darin herrscht möglicherweise Uneinigkeit. Eins steht jedoch fest, liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, nur durch das bloße Aufzählen gesellschaftlicher Missstände, so wie Sie das im Antrag von Punkt 1 bis 8 gemacht haben, sind noch lange keine Lösungen gefunden. Was wir brauchen, sind verlässliche Daten. Und genau die liegen uns auch mit dem Hessischen Lohnatlas vor. Wir brauchen eine Datenlage, die eine Entgelttransparenz überhaupt erst möglich macht. Durch die Aufschlüsselung, so wie wir es im Lohnatlas haben, nach Geschlecht, Qualifikation und Branche, sowie der differenzierte Blick noch einmal in die verschiedenen regionalen Wirtschaftsräume, liegen uns in Hessen wertvolle Befunde vor, die einen konstruktiven Dialog überhaupt erst möglich machen. Und den brauchen wir mit den Sozialpartnern, mit den ArbeitgeberInnen und mit den ArbeitnehmervertreterInnen. Der Lohnatlas erlaubt uns hessenweit, auch einen Blick in alle Kreise und kreisfreie Städte zu werfen. Und das wissen vor allem die Frauenbeauftragten in den Kreisen zu schätzen und in den Städten, weil sie dann nämlich genau nachvollziehen können, wo Handlungsbedarf besteht und wo noch nachgebessert werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, Sie müssen sich schon entscheiden, ob Sie sich in Ihrem Antrag auf den Lohnatlas beziehen und diesen ins Feld führen, um damit zu belegen, dass die Maßnahmen zur Verringerung der Lohnungleichheit völlig unzureichend sind,
oder ob der Lohnatlas die tatsächliche Lohnungleichheit in Hessen gar nicht erfasst, da ausschließlich, und so wird es am Anfang auch geschrieben, sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt sind. Und zur Kritik der SPD in der Pressemitteilung vom gestrigen Tag, dass es mehr bedarf als den Verweis auf den Bund, liebe Kollegin Gernsberg. Bei manchen Fragen, wie dem gesetzlichen Mindestlohn, Sie haben es eben auch gesagt, im Ehegattensplitting, muss auf den Bund verwiesen werden. Aber wir wollen uns auch, und das haben wir auch in unserem Antrag geschrieben, wir wollen uns auch auf Bundesebene einsetzen für die Eindämmung prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Und wir wollen die angemessene Weiterentwicklung der Mindestlöhne. Und wir wollen mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Und der Vorwurf, dass von Seiten des Landes nur Kleinstmaßnahmen unternommen werden, den kann man so hier wirklich nicht stehen lassen. Gestern war die Veranstaltung Arbeitgeberinattraktivität durch Entgleichheit zwischen Frauen und Männern der wichtige Beitrag der hessischen Wirtschaft zur Geschlechtergerechtigkeit. Es war eine wirklich aufschlussreiche Veranstaltung des HMSI und zusammen mit dem Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur. Und Frau Böhm, Entschuldigung, sorry, Frau Böhm. Die Kritik ist durchaus berechtigt. Es lag ungünstig. Das ging uns auch so. Ich habe mich trotzdem mal zwischendurch reingeschaltet und dann auch noch einmal meine Regionalmitarbeiterin daran teilnehmen lassen. Von daher kann ich sagen, dass es eine wirklich gute Veranstaltung war und sie wirklich einen guten Überblick gegeben hat über die vielfältigen Initiativen der hessischen Landesregierung. Und ich kann wirklich sagen, es ist lohnenswert, sich das auch noch einmal anzuschauen. Es ist ja auch, die Folien sind ja, werden ja auch aufgearbeitet und sind auch frei verfügbar. Und da war wirklich sichtbar, was von den Akteuren vor Ort unternommen wird und was vor allen Dingen in dem Dialog zwischen Wirtschaft, Politik, und in den Städten mit den GemeindevertreterInnen da tatsächlich auch entsteht. Und eins ist klar, ohne den Dialog mit den Gewerkschaften und den Unternehmensverbänden wird die Schließung des Gender Pay Gaps nicht gelingen. Wir brauchen den Dialog mit den Sozialpartnern, und deswegen soll er auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 fortgesetzt werden. Und wir brauchen, das ist klar, wir brauchen eine brancheninterne Sensibilisierung durch Betriebsräte. Und wir brauchen, das habe ich eben schon einmal gesagt, wir brauchen auch einen Blick auf die Betreuungssituation von Kindern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und natürlich auch, wie gestalte ich Berufsorientierung. Und dafür ist auch der Lohnatlas ein wirklich sinnvolles Instrument, mit dem die Kreise und die kreisfreien Städte arbeiten können. Wir brauchen Verabredungen von begleitender und unterstützender Öffentlichkeitsarbeit, und wir brauchen den regelmäßigen Austausch des HMSI und dem IWAG. Und das wird auch funktionieren. Davon bin ich überzeugt. Wir haben, weil Sie gesagt haben, was macht denn die Landesregierung sonst noch? Wir haben einen Preis ausgelobt für Preis für Lohngleichheit in den hessischen Betrieben. Und wir haben nicht zu vergessen den Elisabeth-Selber-Preis und den Preis der lesbischen Sichtbarkeit. Und all das sind Preise, die den Fokus darauf richten sollen, was es noch alles zu tun gibt. Und wir wissen, es ist noch ein langer Weg. Keiner von uns kann sagen, wir haben das erreicht, was wir wollen. Aber dass man den Vorwurf macht, dass man nicht es probiert zu verändern, das Lohngap zu schließen, dieser Vorwurf ist einfach nicht haltbar. Ich möchte noch einmal auf eine Sache eingehen, was die Staatssekretärin Anne Jans gestern hervorgehoben hat. Sie hat gesagt, dass Unternehmen sehr wohl erkennen, dass sie attraktiv sind, wenn sie eine geschlechtergerechte Entlohnung vornehmen und dass sie dadurch auch qualifiziertes Personal finden. Und sie hat noch einmal gesagt, wir sind in einer Generation, die Babyboomer gehen in den Ruhestand. Und Betriebe müssen sich Gedanken machen, wie sie attraktiv sind. Und gerade jungen Menschen für junge Menschen ist diese Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes. Deswegen ist das auch ein Faktor der Arbeitgeberattraktivität. Und ich glaube, dass das viele Betriebe wissen und dass das viele Betriebe auch schon einsetzen, um qualifizierte Fachkräfte für sich gewinnen zu können. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Wir haben des Weiteren auch die fristgerechte Novellisierung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes vor, das im Jahr 2022 ansteht.
Und es wurde gefragt, ob aus dem Sondervermögen, da bin ich froh, dass Sie da noch einmal darauf eingegangen ist, nichts bereitgestellt wurde. Doch, da gab es auch Angebote, und zwar Brückenqualifizierung von Frauen. Das ist ein Projekt bereitgestellt für Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohten Frauen und insbesondere für Alleinerziehende. Frau Brünnel, kommen Sie dann zum Schluss? Wir haben die vom Land Hessen geförderte Koordinierungsstelle Alleinerziehende in Hessen. Ich will beileibe nicht den Eindruck erwecken, dass wir schon am Ende sind, was wir erreichen können. Wir haben wirklich noch richtig viel zu tun. Wir brauchen eine faire Verteilung von Care-Arbeit, und wir brauchen faire Löhne, gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Eigentlich sollte das im Jahr 2021 eine Selbstverständlichkeit sein. Da sind wir uns völlig einig. Und es ist schade, dass die Realität immer noch nicht so ist, wie wir sie uns wünschen. Und deswegen haben wir, denke ich, einen guten Antrag vorgelegt, um einen nächsten Schritt zu gehen, und ich bitte hier um Unterstützung. Danke. Als nächstes darf ich Frau Papst-Dippel von der AfD nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Danke schön. Es ist überhaupt keine Frage, es darf für die gleiche Arbeit und bei gleicher Leistung keine unterschiedliche Entlohnung für Frauen und Männer geben. Außerdem ist unstrittig, dass es in der Vergangenheit Benachteiligungen von Frauen gegeben hat, und offensichtlich gibt es sie immer noch. Wir müssen aber sehr differenziert analysieren, wo die Problemzonen sind und welche Lösungswege für eventuell bestehende Lohnungleichheit zu gehen sind. Zunächst einmal muss unterschieden werden zwischen dem Entgeltunterschied, der durch die Erwerbstätigkeit von Frauen im Bereich sozialer Berufe entsteht, und der tatsächlichen Lohnungleichheit, die durch ungleiche Bezahlung entsteht. Wenn es ungleiche Bezahlung gibt, dann fehlen hier offensichtlich noch Kontrollmechanismen. Zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte können und müssen jederzeit angesprochen werden. Nun zu Punkt 8 des Antrags. Gerade die sogenannten Sorgeberufe haben ein niedrigeres Lohnniveau als z.B. technische Berufe, die für Frauen aber nicht so attraktiv scheinen. Dazu ist anzumerken, dass Frauen sehr zu Berufen im sozialen Bereich tendieren. Daran haben bislang die Girls' Days oder sonstige Programme zur Steigerung des Interesses gerade an den Berufen des MINT-Bereiches nicht viel geändert. Aus Amerika wurde einmal im Deutschlandfunk berichtet, dass Frauen mit technischen Berufen oft einen Berufswechsel anstreben, wenn sie Kinder bekommen haben. Dann geht die Berufswahl wohl recht häufig in den Bereich Care. Dabei ist ganz klar hervorzurufen, dass Frauen das Potenzial haben, sich in fast allen Männerberufen, in männerdominierten Berufen zu behaupten. Frauen sind in manchen Berufsfeldern sogar sehr stark vertreten. Ich erinnere an die Diskussionen über Frauen in der Medizin. Übrigens erinnere ich mich auch noch daran, dass wir letztes Jahr während der Ausschussreise des Sozialausschusses in Schweden gehört haben, dass dort nach 50 Jahren Gleichstellungspolitik immer noch ein Problem in Bezug auf Gender Pay Gap besteht. Ein sehr gut ausgebauter Betreuungssektor hat leider auch keine demografische Wende eingeleitet. Hier liegen die Lösungen eben nicht darin, Frauen einfach als Potenzial für den Arbeitsmarkt zu sehen oder die Löhne im Bereich der Sorgeberufe anzuheben. Sorgearbeit und Familienarbeit müssen in einem ersten Schritt endlich die volle gesellschaftliche Anerkennung bekommen, die sie verdienen, und in der Folge müssen sie auch wirtschaftlich honoriert werden. Der Begriff unbezahlte Care-Arbeit wird dem Privatbereich von Familien nicht gerecht. Es klingt fast nach einem Wirtschaftsunternehmen inklusive gewerkschaftlichem Einfluss. Die Erschöpfung und Corona hat hier durch die Lockdown-Maßnahmen teilweise stark verschlimmert. Die Erschöpfung von Frauen, die neben dem Beruf auch noch Kinder betreuen und sonstige Familienarbeit leisten müssen, sollte vielleicht zu einem Lebensabschnittsmodell führen. Frauen sollten die Wahlfreiheit haben, die Zeit mit Kindern zu genießen, sofern sie das möchten, ohne Angst vor Altersarmut haben zu müssen.
Dabei muss die entstehende Lohnlücke bzw. die spätere Rentenlücke geschlossen werden. Frauen müssen in ihrer Existenz abgesichert sein, wenn sie Kinder haben und wenn sie diese selbst betreuen wollen. Und eine gleichzeitige Wahlfreiheit zwischen familiärer Betreuung und den unterschiedlichen Fremdbetreuungsmöglichkeiten halten wir für absolut notwendig, um die demografische Lage langfristig zu verbessern. Die Idee wiederum, Sorge- und Erwerbsarbeit durch Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich besser zu vereinbaren, klingt charmant, könnte aber höchstens, wenn überhaupt, ab einer bestimmten, nicht zu geringen Betriebsgröße funktionieren. Zurück zum kritisierten Lohnatlas, der selbstverständlich sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigung zugrunde legen muss. Scheinbar wird dabei aber noch nicht berücksichtigt, dass es unterschiedliche Lebenshaltungskosten in den einzelnen Regionen gibt, dass Arbeitgeber unterschiedliche Kosten tragen müssen und dass neben der Qualifikation eines Arbeitnehmers als Ausgangspunkt auch Faktoren wie Berufserfahrung, Alter, Position und Eignung für den individuellen Arbeitsplatz bei der Entlohnung eine Rolle spielen, genauso wie die Größe und der Standort des Betriebes und die Struktur der Region. Würden geringfügig Beschäftigte und Teilzeitbeschäftigte in die Berechnung mit einbezogen, dann würden sich selbstverständlich ganz andere Zahlen ergeben. Werte Kollegen, es wird aber bei Teilzeit- und geringfügiger Beschäftigung im Antrag vergessen, dass gerade Frauen teilweise Teilzeitbeschäftigungen annehmen, damit sie genügend Zeit für die Familie haben. Laut Bundesministerium sind das über die Hälfte der Teilzeitbeschäftigungen von Frauen. Zum Beispiel bessert auch der Minijob neben der Familienarbeit die Kasse auf, sorgt für einen höheren Lebensstandard und erlaubt auch noch eine gewisse gute Work-Life-Balance, gerade für Frauen in der Phase der Kinderbetreuung. Die andere Seite ist jedoch ebenso vertreten. Ein Minijob dient Alleinerziehenden oft zusätzlich zum Hauptjob zur Absicherung der Existenz, und Rentnerinnen bessern ihre Rente auf. Hier sind andere Politikbereiche bis hin zu einer aktivierenden Familienpolitik gefragt, um langfristig Abhilfe zu schaffen. Eine weitere Gruppe von Menschen, die auf Minijobs angewiesen sind, sind Studenten, Frauen und Männer gleichermaßen. Neben dem eigentlichen Studium bieten gerade Minijobs die Möglichkeit, die Zeit an der Uni zu finanzieren. Und hier wird auch deutlich, dass die Lockdown-Politik während Corona zu finanziellen Einbußen, hohen psychischen Belastungen und teilweise zur Aufgabe des Studiums geführt hat. Bundesweit reden wir übrigens von ungefähr 7 Millionen Menschen, die geringfügig entlohnt werden. Die Probleme, die Minijobs mit sich bringen, zeigen bis hin zum fließenden Übergang in die Schwarzarbeit und/oder hoher Stundenanzahl gegen geringes Entgelt Handlungsbedarf, aber eben nicht die Option, sie einfach so abzuschaffen. Zu den Rechten auf Teilzeit ist noch anzumerken, dass der Umfang stark von der Mitarbeiterzahl eines Unternehmens abhängt. Es lohnt also auch hier ein Blick auf die individuelle Situation von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Dass es in den nächsten Jahren demografiebedingt zu einem verstärkten Fachkräftemangel durch das Erreichen des Rentenalters der sogenannten Babyboomer kommen wird, eröffnet gleichzeitig Chancen und Perspektiven. Wenn man Frauen, die bisher in Teilzeit arbeiten, attraktive Angebote zur beruflichen Orientierung, weitere Qualifikation und bessere Bezahlung, z.B. im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen, anbietet, dann können hier sozusagen zwei Problemfelder gleichzeitig positiv beeinflusst werden. Auf diesem Gebiet bietet aktuell z.B. die Arbeitsagentur in meinem Heimatkreis Online-Seminare und Telefonsprechtage für Frauen an. Es soll z.B. über berufliche Weiterbildung, die offensichtlich durch Corona verstärkt in den Fokus gerät, informiert werden, genauso über den Wiedereinstieg ins Berufsleben und berufliche Chancen. Nun komme ich noch zu einem weiteren Kritikpunkt am Antrag der Fraktion DIE LINKE. Die Punkte Römisch 2, 4 und 5 betreffen eine sehr kleine Gruppe von Frauen und haben mit einer Lohnungleich wenig zu tun. Die Quote der weiblichen Minister und Staatssekretäre liegt bereits, ich hoffe, ich habe die richtige Zahl, bei 34% einerseits, und die Besetzung derart wichtiger Posten sollten andererseits definitiv nach Leistung, Eignung und Befähigung erfolgen. Alles andere ist dem Bürger nicht zu vertreten, und Frauen
können das auch ohne Quote. Sie können ohne Quote konkurrieren. Wir sind doch hier. Gleiches gilt für Aufsichtsräte und bei Landesunternehmen. Gerade Führungspositionen müssen unabhängig vom Geschlecht mit den Fähigsten besetzt werden. Ja, ob Frauen auf Dauer für andere Berufsfelder zu Bitte schenken Sie der Rednerin Aufmerksamkeit. Ob Frauen auf Dauer für andere Berufsfelder zu begeistern sind, das muss die Zukunft zeigen. Es ist jedoch wenig zielführend, immer wieder die Potenziale von Frauen im Hinblick auf Erwerbstätigkeit zu sehen und zu beschreiben. Das Potenzial der Familienarbeit als wertgebender Teil unserer Gesellschaft muss zwingend als gleichwertig anerkannt werden. Es hat ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, der es Frauen erlaubt, unabhängig zu leben und ein erfolgreiches Arbeitsleben zu führen. Und natürlich wollen die meisten Frauen auch heute nicht nur Hausfrau sein. Die Antwort, ich bin ja nur Hausfrau, auf die Frage nach dem Beruf hat mich während der letzten Jahrzehnte zunehmend geärgert. Das Leben einer Frau hat aber nun einmal Phasen, in denen auch durch Kinderbetreuung oder andere Familien- und Sorgearbeit eine berufliche Einbindung schwierig wird. Hier müssen passende Unterstützungsangebote erfolgen und für mehr Wahlfreiheit möglich gemacht werden. Frau Papp-Zippel, kommen Sie bitte zum Schluss. Und wenn man die Befragungen von Jugendlichen nimmt, die sich noch in den meisten Fällen das traditionelle Familienmodell und mehrere Kinder wünschen, dann sollte man hier auf die Wünsche eingehen. Werten Sie endlich die Familien- und Sorgearbeit auf und sorgen Sie für Gleichstellung von Erwerbs- und Familien- und Sorgearbeit. Nur so kann Wahlfreiheit für den Entwurf für Frauen und Männer entstehen und langfristig dadurch das demografische Problem angegangen werden. Vielen Dank.